kämpft mit uns. Wir haben es fast geschafft. Sehr gut, Sussman. Verteidigen Sie die Garnison. Wir werfen Rauch auf die Straße. Ist das voll? Daniels, Ziel auf den Fahrer. Alle anderen warten, bis sie in Reichweite sind. Netter Schuss. Er lebt noch. Feuer eröffnen. Wo? Sie dürfen nicht auf die Brücke. Shit. Bleibst du da hinten? Ah, der ist schon tot. Die Kugel ist doch schön für dich. Und du überhaupt. Alter, ich kann mich auch nicht zerreißen, Leidl. Ah ja, ich kann einen Molotov werfen. Ah, scheiße. So, werfen einen Molotov. Zu kurz. Ihr könnt jetzt auch mal was machen, Leute. Wo ist das Halbkettengeschütz? Könnt ihr mir mal ein bisschen Deckung geben? Bitte schön, danke schön. Granate! Da ist ja noch ein Panzerschreck. Ja, Alter, ihr seid leid. Wofür habt ihr Wichser MGs? Ich glaube, ich hau mich gleich an der scheiß MG, wenn sie zu blöd seid zum Treffen. Achso, das muss so sein. Voll, ich kann gar keine Munition mehr aufsammeln. Goodbye, bitches. Da wird sich nicht zurückgezogen, da wird gestorben. Alter, wer vibriert da? Je avec moi ce soir, ma chérie. Je m'appelle. C'est enfin terminé. Ich verstehe kein Wort. Ausgezeichnet, Jungs. Ausgezeichnet. Wir haben sie. De Gaulles Truppen drängen in die Stadt ein. Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für uns. Hey Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid. Das sollte dich nur aufhalten. War ja klar. Stadt des Lichts. Ui, schön. Ich finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Ich will das Feuerwerk anschauen, nicht aufschieben. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, Pearson, Spielverderber. Das ist Turners Job. Alter. Viel wie er nicht gesehen. Was? Jetzt hab ich eh schon die Wüste verschlossen. Ich werde nie vergessen, wie wir die Garnison eingenommen und Paris befreit haben. Ich könnte fast schwören, dass Pearson gelächelt hat. Der Triumph wird uns bis an den Rhein tragen. So, darf ich jetzt aussprechen? Ich habe eh Silvester verschlafen, weil ich die Nacht davor nur 2 Stunden geschlafen habe, weil ich mit einer Verkühlung. Oh, es geht dann eh noch weiter. Kollateralschaden. Auf nach Deutschland. Oktober. Wir sind in Aachen. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. Aber nicht zum letzten. Oh yeah.
Hier kommen wir. Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, Sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Was von deiner Frau? Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaube, sie macht Schluss. Danke, Stiles. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du, solange er zu ist, gehört sie noch dir. Das hört sofort auf! Ui, der ist angepisst. Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Mann, ist der grantig. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Kollateralschaden, 18. Oktober 1944. Na los, na los! Kommen Sie, Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt, wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg, maximal 10 Minuten, sagen sie! Können auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zum Denken! Du, Daniels! Sie und Herr Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht Feuer! Daniels, kümmern Sie sich um! Bin unterwegs! Jo. Bin da. Bitte sehr, Sarge! Deckwood White 27 an Villain. Werden geschossen. Erbitten sofort Unterstützung auf Linie 2. Over. Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnellstens Ihre Arsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich. Diese Packs reißen uns in Stücke. Over und out. Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Rapson, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, Poole, Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez. Wachsam bleiben und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Rapson, Bewegung. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich das Maschinengewehr abknallen. Das abschießen. Decken die Flanke, bis wir zu. Bestätige. Verstanden, Perez! Wachsam bleiben. Und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Raps. Bewegung. Aha. Endlich darf ich Panzer fahren. Weiters. Oh, da sind noch Verbündete. Hey, da bewegt sich was. Rechte Seite. Unsere Jungs am Theater machen denselben Scheiß durch wie wir. Sobald wir die Deutschen ausgeschaltet haben, stürmen sofort neue an. Wir sind jetzt in ihrer Heimat. Ein völlig anderes Spiel. Sie wollen ein Blutbad und genau das geben wir ihnen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance. Wir sehen das sicher anders. Panzer schwenkt um! Wo? Also ich sehe da keinen. Schaut die Infanterie einen Block weiter. Schusswechsel. Sie greifen unsere Jungs an. Geschossen. Ui, es war ein schöner Treffer. Panzer, schwenkt aus! Ganz hoch! Ich glaube, da rührt sich keiner mehr. Da rühren sich noch welche. Was?
Kreatur. Danke. Gar nicht so easy mit dem kleinen Fenster. Genau zu da oben. Der Quad White 27, mein Villain! Wo bleiben Sie? Sind auf dem Weg! Ganz viel Widerstand an Ihrer Westflanke! Ende! Beeilung, Perez! Over and out! Raps, das erste Platoon steht unter schwerem Beschuss! Alles klar, geben wir Gas! Das heißt Staff Sergeant Perez, ja? Langsamer! Ich sehe sie nicht! Ich sehe den Dom! Wir sind gleich da! Uiuiui, ist eine Ruckelpartie! Panzer, rechte Seite! Rechte Seite! Rapsen? Hier drin brennt's! Raus hier! Scheiße! Wo ist der Panzer? Nein. Scheiße! Raus hier! Raus hier! Rapsen, nein! Die Frontpanzer und diese Panzer sind zu stark! Wir müssen ihn flankieren! Außerhalb seiner Schussweite bleiben! Panzer greift uns von rechts an! Sauberer Schuss! Guter Treffer! Guter Treffer! Sie haben uns anvisiert! Scheiße! Das war kein Treffer! Raus aus einem Fadenkreuz! Ja, ich bin am Weg! Hat er gar nicht, Glück, nicht zu viel. Da war er. Feindlicher Panzer zerstört. Rapsen, bitte melden. Rapsen, hören Sie mich? Oh Gott, Rapsen. Es tut mir leid. Flicke uns zusammen. Ja, flicken uns zusammen. Oh, werden wir gerade repariert? Nein. Ich kann es auf ihn nicht reparieren. Bin am Weg. Na los, den Hügel rauf! Ja! So, hier ist dein Fahrzeug. Panzer! Panzer! Scheiße, ein Tiger! Scheiße! Alter, ernsthaft? Gib Gas her, Scheiß drum! Jetzt vor, beweg dich, du Dreckstrom! Sie haben uns anvisiert! Wir kriegen aufs Maul! Sie haben uns voll im Visier! Deutscher Panzer, von links! Sauberer Schuss! Guter Treffer! Die scheiß Dinge, die Gegner sind so wendig. Bin ich froh, dass ich mich so gut bewegen kann, oder? Deckboot White 27. Rapsen hat's erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Ja, und haben dazwischen den Weg daher drei Panzer ausgehalten. Na los, den Hügel rauf! Repariere, was noch zu retten ist! Die Ata ist ganz in der Nähe. Panzerausstand wirft Theaterfeuer! So. Achso, wir haben die Dinge schon ausgeschalten. Das freut mich, dass er einfach so stehen bleibt. Panzer zerstört!
Vorsicht! Ausschalten! Infanterie und Panzer schrecken! Hohenhäuser, direkt voraus! Sie ziehen sich zurück! Dranbleiben! Fast geschafft! Nachrichten ausschalten! Ja! Upsi! Ach, die schießen automatisch auf die nächsten Gegner. Geschoss geladen! Sind irgendwer noch weitere Ziele? Ich sehe nichts! Wir sollten sicher sein! Gott sei Dank. Das waren alle! Es war noch genug. Villain an Blackwood White 27. Platz gesichert. Wiederhole. Platz gesichert. Wir danken für die Hilfe, Sir. Blackwood White Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. Kein Problem. Auf die Fenster achten. Die Fassaden im Auge behalten. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu ruhig. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. MG, runter von der Straße! Vorrücken oder eine Lücke! Ah, da oben ist er. Boah, bist du deppert. Kannst du ihn bitte an der Hand nehmen? Danke. Halte durch, Kumpel. Mir geht's gut. Danke. Oh, ich muss mich heilen. Sagt auch keiner was von euch. Hinterhalt. Also die Waffe mag ich gar nicht. Alles sicher. Keine Treppen. Ah, MP40 habe ich viel lieber. Diese Mauer sieht instabil aus. Daniels, was? Was? Oh. Oh. Oh! Oh, Holariti! Wohin? Zurück! Da durch! Okay. Meinen letzten Schuss in den Arsch. Daniel, ich hab Munition! Ist okay. Immer weiter! Ja, mir ist erschrecken, Mann, Alter. Kommt um die Ecke geschossen, weißt. Bewegung! Hoppla, den hat die Granate gekillt. Da ist sie, Jungs. Die letzte Verteidigung der Deutschen. Daniels, los, untersuchen! Ja, Sir. Hab den Verbandkasten! Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern. Dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor. Los jetzt! Schon langsam hätte ich aber gerne mal eine Beförderung. Ja? Weil zwei Privates vorschicken da. Diesen Wohnungen könnten überall Deutsche. Munition für Sie, Private. Okay.
Bis zum nächsten Part, Leute. Bewertung nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.